da und tusch. Herzlich willkommen zum 21. Teil. Endlich darf unser Playthrough oder Let's Play hier auch in den Staaten schon Alkohol zu sich nehmen. Das begießen wir mit einem Schluck. Darauf sollten wir stets. Weißt du, woran mich das erinnert? Warst du damit dabei, als wir in Amerika waren? Ich war nicht. Ja, da warst du mit dabei, aber da waren wir mal abends weg. Da war ich nicht, ich war abends nie weg. Du warst abends nie weg? Ich war abends nie weg. Doch, wir waren mal abends zusammen weg, waren wir in dem schönen Burger-Restaurant. Oh, Red Robin. Das war sehr lecker. Das war richtig geil. Das war, da hattest du den mit den fetten Fries. Ne, du hattest, genau, die haben sogar zwei Kartoffeln eigentlich zusammengepackt und dann eigentlich so. Nein, da war ich mal abends weg mit unseren Gastgeschwistern, wie das ja heißt. Und die waren total cool, weil sie, also wollten total cool sein und haben gesagt, ja, wir haben einen 20-Jährigen besorgt sozusagen, der uns Bier geholt hat für den Abend. Ein 20-Jährigen vor allem. 21. Ach, ein 21-Jährigen. Einen 21-Jährigen. Ach, in dem Haus da? Nee, wir waren abends weg, einfach durch die Straßen sind wir gezogen. Ach so. Und dann, wir, 18 und deutsch, wie wir sind, trinkfest, klar. Der Amerikaner an sich, der Amerikaner. Nicht. Und dann haben sie auch noch das gute deutsche Heineken besorgt. Was ja, wie Leute wissen. Naja, Geografie ist ja noch nie die Stärke. Holländisch, also niederländisch ist. Aber egal. Ja. Und dann haben die ein Heineken getrunken. Ich glaube anderthalb. Und dann haben sie sich, da war so ein Park, haben sie sich übers Gras gerollt und haben sich übelst gefreut. Die waren dicht. Die waren aber auch ein bisschen jünger, musst du sagen. Ja, egal. Also selbst mit. Also selbst, gut, wir sind halt. Wir werden halt trinkfest aufge. Ja, so wie sich das für einen. Wir wachsen halt trinkfest auf. Deshalb ist ja übrigens der. Noch schlimmer sind ja die Schotten. Deshalb ist übrigens der. Die Begriff, Iren auch. Deshalb ist aber der Begriff, die Schotten dicht machen, eine sehr unmögliche Aussage. Die rühren ja schon ihr Müsli mit Whisky an. Das stimmt. Aber die Iren sind abends auch nicht so in sich. Die Tschechen sind noch schlimmer. Ja? Die Tschechen trinken übers Jahr verteilt mehr Bier als die Deutschen. Ehrlich? Ja. Aber wir verteilen das nicht so aufs Jahr, oder was? Also ich glaube, der Deutsche letztens mal gemessen 114 Liter Bier pro Jahr. Ja, aber da muss man dazu sagen, die Tschechen haben ja auch quasi, die sind ja quasi die Heimat des Pils. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich nur sagen, wir sollten ins Spiel. Warum? Wir können auch weiter über Bier reden. Also ich meine, das heißt ja auch Games und Gerstensaft. Dem Bier muss man ja auch mal eine prominente Rolle. Bier haben wir ja sowieso immer so gering gehalten. Das klingt ja eigentlich vielmehr nur um Spiele. Lass uns doch noch mehr über Bier philosophieren. Ich würde sagen, wir sollten mehr über... Philosophieren. Heißt das ja auch. Und jetzt soll jedes Wort Bier sein. Bier. Und das sind wir im Spiel. Sehr schön. Gut. Schon die ganze Zeit diese. Was denn? Nekrotisierende. Nee, wie heißt das? Narkotisierende Musik im Ohr von. Und wir stehen übrigens kurz vor dem. Ich stelle auch meinen Timer, da bin ich nicht so. Kurz vor dem Bosskampf. 4 Minuten übrigens. Und. Diesmal. Sehr schön. Es wird immer länger. Ja. Als ob wir nicht ins Spiel rein wollen irgendwie. Kann das sein? Vielleicht finden wir das zu extrem. Wir müssen ja, wie uns der gute Travis gesagt hat, wir brauchen dazu den Hellion, aber das ist Dan, the man. Warum? Weil der das erste. Wie heißt der? Der Hellion. Aber weil der das erste Opfer von Curtis Blackburn war. Ist das beziehungsweise nein. Es wird noch erklärt, wie die im Verhältnis stehen. Auf jeden Fall haben die eine gemeinsame Vergangenheit. Nicht eine romantische gemeinsame Vergangenheit. Ich dachte. Und bei diesem Bosskampf brauche ich jetzt deine Hilfe, liebe Dominik. Ja, ich gucke auf sein Auge. Nicht ganz, aber egal. Du musst auch zum Klappstuhl da. Nee, ich muss hier lang. Ach, hier ist er, das ist ja geheim. Das mache ich mir auch, wenn ich mal so meinen. Jetzt hast du es verraten, jetzt wissen es dann alle, wo sie sich zu finden haben. Nee, die können da ja gar nicht finden. Vor allem, die hatten einen ausgewachsenen Pförtner in diesem Keller drin. Ich habe ja noch. Schlimm, wenn er nicht ausgewachsen ist. So ein Peter Dinklage aus Game of Thrones, der kaum über den Schalter gucken kann. Ah, zu. Zum Knotentor. Ach, zum Knotentor. Die, ich mir die Knoten-Toni-Geschichte habe ich schon erzählt. Knoten-Toni? Nee, dann erzähle ich das nicht. Mach das nicht. Lieber nicht. Übrigens, jetzt tolle Musik. Wir brauchen eigentlich Dancing Boy. Ach nee, wir müssen in die Treppe runtergehen.
ein bisschen bunter könnte es sein. Was ist das für ein Club? Kolosseum. Das Kolosseum, dann kommt wieder der Pullover. Ach, hier der Pullover. Junge, der Pullover, Junge. Junge. Nein, ich brauche jetzt deine Hilfe, weil, wie du ja schon mitbekommen hast. Soll ich eine Taste drücken? Nee. Sind die Bosskämpfe in Killer 7 jetzt nicht ohne? Ohne was? Also, die sind jetzt. Also, das ist ja gar nicht der Polunder-Mensch. Natürlich ist es der Polunder-Mensch. Du siehst bloß deinen Polunder nicht richtig. Also, komm, sieht aus wie eine Frau. Willst du es mir denn glauben? Nein, nein. Verspreche ich auch nicht. Das Monster bewegt sich nicht. Aber wenn sich dein Hals bewegt, steckst du in Schwierigkeiten. Es ist der Hals. Das ist das Problem. Ich glaube, das ich muss auf den Hals gucken. Nein, okay. Das ist jetzt ja nicht der Bosskampf, sondern vor jedem Bosskampf kriegen wir einen neuen Gegner immer präsentiert. Der quasi so die Vorhürde darstellt, wenn du dich daran erinnerst. Ich erinnere mich. Und das Ding heißt jetzt, glaube ich, Laser Smile, wenn ich richtig informiert Weil bin. Weil das so Endlaser ist. Scheiße, ja. Das auf den Hals ziehen. Wenn sich dein Kopf bewegt, ist du tot. Ah, du bist gleich tot? Ja, instant. Geil. Ich weiß nicht, wo ich drauf ziehen muss. Ich muss vielleicht dann halt nochmal zu Kaede wechseln. Hat er das nicht gesagt? Wollen wir es uns nochmal anhören? Wir hören uns das noch ein weiteres Mal an. Don't make me say it again. Hey! Der Cassian Smith. Der hat gesagt, don't make me say it again. Während wir gesagt haben, wir hören uns nochmal an. Sehr lustig. Ich glaube aber, da das vor einem Bosskampf ist, müssen wir, liegt das jetzt gleich draußen, unser im Dreck. Oder auch nicht. Doch, da liegt's. Da. Na, das war jetzt schwer. Das kann man übrigens abbrechen. Ich dachte, du hast doch tausendmal gesagt. Ja, ich hab's gut. Man muss sich das immer wieder angucken, hast du gesagt. Mehrmals den A-Knopf. Mehrmals. So, wir müssen wieder. Nein, wir können jetzt mal Kaede nehmen. Nimm mal Kaede. Weil mit der können wir ran. Die Regeltroller. Die Regeltroller, genau. Die regelt das für uns. Die regelt. Hast aber heute wirklich. Was denn? Einen Clown gefrühstückt. Ja. In der Witzkiste geschlafen. Ja. Naja. Was? Was hast du noch gesagt? Komm, sag's, lass es raus. Komm. Das ist nicht jugendfrei. Lass es raus. Das ist nicht jugendfrei. Das kann ich nicht gutheißen. Wenn du schon Regeltroller sagst. Nee, das ist ja ganz regelkonform. Das ist nicht lustig. Nee, das stimmt. Das ist eigentlich traurig. Das können wir jetzt immer rocken. Also halb. Ich weiß nicht, wie wir es kaputt kriegen. Das muss man dann zu nutzen. Ja. Dominik. Der hat ja nicht mal Füße an. Schuhe an. Der hat ja nicht mal Füße. Und jetzt hast du mal Schein, Vorsicht. Oh. Kind, ich kann es gar nicht. Vorsicht, das ist wieder ein Stein gewesen. Wenn dir sich ja was eintritt. Wo ist denn der Fred? Fred ist nicht mehr da. Jetzt haben wir nämlich die Arschkarte gezogen. Jetzt haben wir die richtige Arschkarte gezogen. Ich habe keine Ahnung, wie wir den kaputt kriegen. Ja, wir haben ja noch 20 Minuten, um ihn tausendmal wieder. Du musst ihn wahrscheinlich in seine hässliche Fratze schießen. Ja. Wenn er sich auflädt, musst du wahrscheinlich. Ja, okay, das war's schon. Aber eigentlich, dass wir rangezoomt haben, aus dem anderen Ende des Gangs hätte ich jetzt nicht gesehen, ohne das Ranzoomen. Stimmt, wir müssen hier langsam. Sehr gut gemacht, Philipp. Ja. Wenn du es nicht sagst, muss ich es sagen. Ja, das stimmt. Das hast du wirklich. Ich würde dir jetzt nicht. Ich brauche jetzt aber deine Hilfe bei dem Bosskampf, weil, wie jetzt du ja schon bemerkt hast, die sind ja nicht normale Bosskämpfe. Die sind ja nicht normal. Ja, richtig. Sondern die haben ja immer so einen kleinen Kniff. Sie haben Kniff. Jetzt und dieser Bosskampf hat einen richtig coolen Kniff, wenn ich das mal sagen darf. Coolen Kniff. Was willst du jetzt von mir? Du musst genau hingucken. Ich gucke. Warte erstmal. Jetzt gibt es mal. Gleich noch eine coole Cutscene und dann. Wie cool. Auf einer Skala von 1 bis 2. 9 3/4. Ach Gott, ich wollte doch gar nicht. Obwohl doch, ach Gott. Guck. Bringen wir noch Blut weg. Bringen wir es noch zur Bank. Auf die Blutbank. So. Und sonst? Läuft. Gut, schön. Mann, die Kinder?
ja, geht rapide bergab, so wie wir uns das wünschen. Ich speichere lieber nochmal. Er ist nämlich Rodler. Er ist Rodler? Junge, das hast du nur getan. Er ist Rodler, es geht rapide bergab. Der war gar nicht mal so schlecht. Das muss ich wirklich sagen, der war gar nicht mal so schlecht. Habe ich mir aber aufgeschrieben, schon vor Wochen. Das ist geil. Ey, wenn ich einer fragt, wie es mit den Kindern läuft, bringe ich den. Okay, dann sage ich das. Das wird der Knaller, sage ich mir. So. Jetzt geht's zu. Jetzt Pullover Fred nochmal. Der Pullover Fred, jetzt erkenne ich ihn auch mit seinem. Sind Pullover. Diese Mädchen am Leben? Wenn du dich erinnerst, der Curtis Blackburn und der Pedro. Das sind ja Nuttenkiller, sind sie ja. Erstens das und zweitens haben die Kinder, also weißen Kinder, entführt. Die und weißen, sie als, aber die schwarzen nicht. Und sie als Organe, also zum Organhandel Organe benutzt. Also sie haben die Organe halt rausgenommen. Du hast ein kleines Kind als Leber. Das kannst du auch nicht viel arbeiten, das ist ja Kinderarbeit dann. Du bist die ganze Zeit so wie voll mit Bier gepumpt hast. Hier, hast du dir gemerkt, die Taube ist einzigartig. Die Taube ist einzigartig. Nee, pass auf, die Taube ist einzigartig. Es ist der Hals, der Hals, der Hals. Der Hals, der Hals, der Hals, ja. Siehst du, also wir kämen nur mit Dan hier rein, weil nur Dan, von dem wird hier das Gesicht gescannt. Was macht das Bianca? Pass auf, erstmal ist das cool, wie erstmal Curtis, der liegt erstmal ein bisschen rum. Wieso kratzt er sich mit der Knifte am Ohr? Ja, weil er cool ist. Danny Boy. Danny Boy. Changed considerably. Into a badass, if I may. Yeah, and you've changed a lot too. Into an old man. I went to see the devil. Now it's your turn. Oh, my pupil. So tenacious genau. Of life. Also, er war der Schüler. Also, er ist der Lehrer von Dan. Er ist quasi Mr. Miyagi. Er hat ihm beigebracht, mit Fliegen. Mit Fliegen. Zu fahren. No, das ist auch eine große Kunst. Das können nicht viele. So. It's just you. Ist nämlich ein klassisches Duell, ein klassischer Standoff. Stimmt nicht. I hate holding ich kenne das. Back. Even for an old fart like yourself. Talk all you want. I won't need 6 bullets for you. Or 4 for you. We'll begin when the bird flies. Wenn die Vögel fliegen, geht's nämlich. Also ich guck mal, die Vögel fliegen. Der ist eine Taube auf seiner Schulter. Und wenn die Taube wegfliegt, müssen wir schießen. Und wenn die kackt, was machen wir dann? Dann müssen wir nicht schießen, dann müssen wir in Deckung gehen, weil das kriegen wir es ab. Wo ist die Taube? Der hat überhaupt keine Taube. Da ist sie. Und wenn die weg... Achte auf ihren Hals. Sie ist nicht auf der Schulter. Jetzt. Warum was ist mit dem Hals? Warte. Was ist denn da? Jetzt! Gut, wir haben einen. Aber die täuscht auch manchmal an, die Taube. Deshalb... Aber jetzt haben wir einen Treffer. Siehst du? Das ist ja eiskalt. Du wärst ein guter Broiler. Scheiße, siehst du, da habe ich jetzt... Aber lustig. Ja, das meine ich, das ist ganz cool. Woran sieht man das, wenn die antäuscht? Ich weiß nicht, der Hals. Guck mal irgendwie, ob du was feststellst, bevor sie antäuscht an ihrem Hals. Also... Jetzt aber! Naja, ist ja nur gut. Hat man ja noch genug. Ja, aber man ist echt verleitet dazu. Die Taube täuscht halt an, die ist halt richtig fies. Ist halt eine fiese Taube. Deshalb brauche ich dich, weil ich weiß es immer nicht. Ich weiß es nicht. Ach, das ist so fies. Das ist so gemein. Ich weiß nicht, was sie mit dem Hals machen soll. Schade. Das muss aber langsam mal fliegen hier. Na los! Vielleicht dieses Bup-Bup. Vielleicht fliegt sie dann weg, wenn sie dieses... Jetzt. Hast du es gesehen? Ich hab's gesehen. Aber ich verrat's dir. Du bist ein... Jetzt sag's mir. Nee, ich hab's nicht. Ich weiß es nicht gehabt. Oh, du bist... Sie hat mal den Hals anders bewegt. Und wie hat sie es denn bewegt? Weiß ich nicht. Ich kann dir vielleicht sagen, wenn ich es nochmal... Ja, ich glaube, das muss das erstmal prüfen. Ich muss es erstmal prüfen. Wir sind gleich vorbei, der Bosskampf, glaube ich. Ich brauche nämlich nur 4 Treffer bei ihm. Vielleicht fällt es dir nach dem Bosskampf wieder ein.
Ist es wirklich jetzt. Man, jetzt müsste sie, glaube ich, wegfliegen, ne? Was meinst du? Ja. Und was war's? Der Hals. Ja. So, so, das war's. Is your end. Oh, yes, you think this is pretty funny. You got quite a hobby here, old man. Also, jetzt. Doesn't hurt to have a hobby after retirement. Also Kinder ausweiden. I think what you got here is no different than what those guys do at immigration. All I ever wanted was to shed light on my life. You have no idea. You're nothing but a sick maniac. Guess it's time to close the curtains. Weil der jetzt stirbt, der ist noch nicht richtig tot. Give me a break, you sick old man. Es ist so cool. Wer hat so eine Vorrichtung? Guck mal. Sieht aus wie eine Waschanlage. Sind aber leider Sägeblätter. Da kommt man hoch. Das ist so ein Gerät, habe ich mir letztens geholt. Bei einem am allerkrassesten hier, hast du gesehen? So Kinderleichen, die da hängen. Sind das Kinder, ja? Das sind Kinderleichen, ja. Mädchenleichen auf jeden Fall. Ist ja Hubert Nuttenkiller. Ist ja Hubert Nuttenkiller. Er hat ja seinen Namen nicht von ungefähr. Aber er lebt noch. Der Allerhöchste. Nee, der lebt nicht. Nein. Life. Wonderful indeed. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Hubert Nuttenkiller. So. Damit haben wir, denke ich mal, die etwas noch harmlosen Gegner abgefrühstückt. Ach was. Ja, Hubert Nuttenkiller, ich meine, der war ja recht, sag ich mal, der war relativ normal. Der war halt bloß also ein durchgeknallter Bastard. Aber es waren die Jungfern retten die Welt mit ihrem Lachen. Weißt du jetzt Bescheid. Hm. Und selbst André Olmeda war ja halbwegs, der war normal. Und davor die zwei alten Japaner. Riesigen, ja, und die zwei alten Japaner mit dem halben Gehirn. Ja, das war auch schon ganz. Und dann hatten wir den Engel mit den vier Gesichtern auf dem Kopf. Ja, das stimmt, das war auch schon. Aber jetzt sagst du. Jetzt? Ich würde sagen, sie sind ganz lustig. Wer sind? Oh, habe ich da vielleicht schon einen Hinweis gegeben? Das sind drei. Vier. Alter, 40. Guck mal, wie sie aussehen. Einer? Pass auf, wir kriegen jetzt eine schöne Sequenz, die uns ein bisschen einführt in dieses. Du musst die Disc 2. Bevor wir das tun, das werden wir hier aus dem Dings gerissen. Soll ich mich mal vom Ton lösen und du unterhältst mal die Leute? Ja. Ich stehe eh als E vor der Kamera wahrscheinlich. Eben. Das heißt ja, wir wirken meine optischen Gags gar nicht. Ach so, ich muss erzählen, man hört dich nicht. Ja, Philipp, da bin ich ja gespannt. Was da so passieren wird. Yes. Ja, du unterhältst ja die Leute schon. Das ist die Verpackung. Ja, die habe ich hier, Philipp. Die Verpackung. Die gebe ich dir hier jetzt. Hier hast du die Verpackung. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bis jetzt. Wir sind immer noch live dabei. Wir werden euch sofort informieren, wenn es irgendwelche drastischen Neuigkeiten in diesem Fall gibt. Wir werden jetzt erstmal die Disc überprüfen. Da kennen wir nichts. Und dann würde ich sagen, haben wir hier unseren Außenreporter Harry Hirsch. Nee, Philipp. Dominik, wie wir gerade neu reinbekommen haben, geht es jetzt weiter mit dem Spiel. Ja, super. So. Diese Info scheint korrekt zu sein, soweit. Hello, Mr. Smith. The election is drawing near. Have you decided on your vote? If you haven't, please. Das ist mal ein schönes Steak. Ich mag ja diesen Anime-Style. Ich hätte da gern. Also, ich mag. Bin ja jetzt nicht so der große Anime-Fan, aber ich hätte halt gern so ein Leben. Nee, so ein Anime von Killer 7. Weil, wie so ein Anime. Naja, ich hätte gerne ein Anime von Killer 7. Was ist daran so schwer zu verstehen? Ach, so ein. Das ist ein Manga. Ach so, was ist dann? Manga ist Comic, Anime ist Trickfilm. Ach so. Ich bin da nicht so ganz firm.
Na, kriegt er das wieder besorgt? Na klar. Der Olle. Ja, manche haben halt andere Vorlieben als. Talk about relieving stress. Hey you. What are you staring at? Ja. Ja, was wohl? Oh, I get it. You want to take a look, right? Ich nehme mal die Hände hoch. Hey, will you stop staring? Jeez, what a pervert. Aber echt. Aber echt, ey. Das fällt ihm ein, ne? So mit seiner Sexsklave umzuspringen. Ich glaube, er ist eher ihr Sexsklave. Ja? Also ist sie eigentlich der Drahtzieher? Oh, da bin ich einmal eine ganz große Sache auf der Spur. Aber ich hatte das auch noch das coole Outfit an, ne? Das ist ganz lustig. Aber wir können nicht speichern. Oh, die Power Ranger! Ich wollte nämlich gerade. Power Ranger! Activated! With Poops! With Poops diesmal. Power Poop Raider! Das ist so cool. Und jetzt sogar ein fetter Power Ranger! Das ist so cool. Reporting live to you now. The reports are just coming in. Steve Sunderson of the Democratic Party has been assassinated during today's Congress session. The assassins appear to be wearing costumes resembling the comic book characters, the Handsome Man. The Handsome Man! Oh, jeez. Oh, jeez. Oh, jeez. Oh, es sind doch auch Frauen. Es sind auch die Handsome Man. Bringen wir sie alle einzeln um oder alle mit einem Mal? Ich sage mal so, ich finde, das ist dann wirklich so die... Achso, das war's ja schon. Wir haben schon unseren Auftrag erhalten, quasi. Ich dachte, wir müssen noch mit Harmon reden. Ja. Ich sag mal so, jetzt wird's... Ich sag das immer, aber ich glaube, jetzt wird's richtig abgefahren. Das sagst du immer, Philipp. So. Gehen wir mal nach draußen. Okay. Okay. Ich bin bereit und harre der Dinge, die da kommen. Ja, es kommen die Handsome Men. Ja, schön. Und die haben einen Kongressabgeordneten erschossen. Und wir erschießen die. Tja. Oh, wir sind wieder bei der Überfahrt. Ironie des Schicksals. Sie waren so gern am Leben und jetzt habe ich. Haben wir sie erschossen. Heard of them? That mysterious group of guys who call themselves the Handsome Men? I've heard that they're designed by the military to counter the Heaven Smiles. But what's funny is that they look like heroes from an underground comic. Underground comics. Ever heard of them? Anyway, the hype about this comic is that the story seemed to cross over with the real world. What's that got to do with Thunderson's assassination? Well, you see, the story in the comic forewarned about the assassination before it actually happened. And 27 minutes afterwards, a new story about Thunderson's assassination was updated in the online game. What online game? Who's the architect behind this? Well, I know for sure that the bastards at the PR agency, Electro and Line Inc., are trying to buy over whatever character rights they can get a hold of. Jetzt komme ich auch nicht mehr mit. They're spoiling the creative interest of that industry. Also, ich glaube, muss man... Die Problematik ist, muss man dazu... Ja, genau. Wir müssen jetzt nämlich nicht die Handsome Man ausschalten. Genau, so heißt Trevor Pearl Harbor. Sondern den Comiczeichner, der quasi die Handsome Man entwirft und damit sie real macht, sozusagen. Der ist schuld. Look, the latest issue was released today. Last week it ended with Thunderson's assassination. Now according to the last issue, there's supposedly a new enemy appearance in here. Dreimal darfst du raten, wer das ist. Our master. He's turned into a monster. The Harmon. Hey, wait a sec. This means that the next target is gonna be the Killer Seven. Bam, bam, bam! Hat er nicht gefehlt. Ja, eigentlich so ein... The Killer Seven! Bam, bam, bam! Da, hast du Dragon Ball Z oder so hast du nie geguckt? Quark, ne? Es war so cool, es gibt ja eine Folge. Musst du jetzt nicht verstehen, wer das ist, aber es gibt den einen Bösewicht bei Dragon Ball Z. Hörst du mir mal zu hier? Bösewicht bei Dragon Ball Z. Der hieß Freezer. Ja? Freezer. Und gegen den haben sie gekämpft. Und dann kam dann. Und dann gibt es ja immer dann Ausblick auf die nächste Folge sozusagen. Und dann hat die dramatische Stimme erzählt: Unsere Helden schlagen sich. Achso, genau.
herumwandern in der Republik des Lichts und Schattens in der Dominikanischen Republik. Wir sind jetzt bei dir. Okay. In der Dominikanischen Republik. Töte den Comic-Künstler Trevor Pearl Harbor in geheimer Mission. Nein, und da gab es den Bösewicht Freezer. Und dann so, werden unsere Helden Freezer besiegen? Erfahrt es in der nächsten Folge mit dem Titel Freezer besiegt. Das ist so bescheuert. Aber da verraten die ja schon, dass sie besiegt haben. Dominik. Bei mir an der Hochschule gibt es auch einen Freezer. Ja, ich weiß nicht. Das ist auch ein Bösewicht. Verstehen das nicht alle. Aber einige da draußen werden das wahrscheinlich verstehen. So, jetzt haben wir mal ein bisschen Szeneriewechsel. Ja, ne? Ich sehe das schon. Wir sind in so einem schönischen. Schönisch. Sehr schönisch. Also hier sind auch Heaven Smiles. Die sind überall. Die sind ja wie... Selbst auf der, in der schönen Dominikanischen Republik. Die sind ja wie die Scheißmausfliegen. Das ist echt lustig, dass wir beide quasi... Vom Namen her zumindest ein Land haben. Du hast die Dominikanische Republik das und ich habe die Philippinen. Was? Quatsch. Doch. Nenn mir einen Namen und ich sag dir das Land dazu. Huber. Hube. Hubertistan. Hubertistan. Es gibt's nicht. Ja, vielleicht gibt's aber. Hubert heißt ja. Nicht jeder. Hubert. Auf Englisch oder Hubert auf Französisch? Oh, ja, das okay, hast recht. Thank you, sir. How you making sir. Out? I'm getting by. Hey, ich mag diesen wirklich, diesen harten amerikanischen Akzent, diesen Ding. Song for Travelers. Song for Travelers. You must find the key. Jetzt spielt er uns ein schönes Lied. Toll. Within. Das ist eigentlich cool. To your soul, find your place, then you'll find your way. Und jetzt muss er sich einen Cowboy-Hut aufsetzen, aufs Pferd schwingen und sagen, you'll become a resident of the City of Smiles, where eternal darkness rules all. When I'm gone, sing me that song, will ya? Leicht schwuler Moment? Ja. Wenn ich sterbe, sing für mich dieses Lied. Welches Lied willst du bei deiner Beerdigung gespielt haben? Was cool ist. Bei meinem Onkel hat man Free Bird von Lynyrd Skynyrd gespielt. Ohne Spaß? Das ist richtig. Sehr cool. Vor allem, weil das ja dann noch so ein minutenlanges... so einen minutenlangen Instrumentalpart hat, der richtig rockig ist und richtig cool. Ich habe es einer besiegten weiblichen Bürodrohne. Oder auch Beamtin. Sekretärin, wie man auch sagt. Die weibliche Bürodrohne. So kann man es auch. So, die Maske ist heiß, echt heiß. It's hot! Hot! Leonard John! So, wir haben jetzt nämlich Farbproben erhalten und wir müssen natürlich Farbproben sammeln, nur dann kommen wir ins Haus des Comic-Künstlers. Weil wir ja Farben brauchen. Ist ja ganz logisch. Haja, das ist zu leicht. Fass. Ohne Boden. Fässer sind perfekt, um stärker zu werden. Das sag ich mir auch. Weißt du, was wir noch machen? Was machen wir noch? Wir hüpfen drüber. Ja, um stärker zu werden. Wir werden stärker. Wieso werden wir jetzt stärker? Weil er ist ja Wrestler. Er suplext jetzt das Fass. Quang! Klaus, warte auf. Er hätte es nicht zur Seite schieben können. Er muss es kaputt machen. Da hängt einer. Und wer ist da drin? Iwasaru. Iwasaru, was hat er? Eine weitere Farbprobe. Wir brauchen ja diese. Warum auch immer das eine Farbprobe ist, aber. Bitte sammeln Sie den hier. Hier liegt die Seele des Schöpfers. Ah ja. Ein sehr solides Schloss hat er sich ausgedacht. Genau, und dazu brauchen wir diese Farbproben. Ein Luftschloss. Oder doch ein Lustschloss? Man weiß es nicht. Ob wir das in diesem Teil rausfinden? Ich denke nicht. Ich denke nicht, Tim. Farbproben erhalten. Da lacht er und ist weg. Vorsicht, Philipp. Den müssen wir noch kaputt machen. Ist aber kein Problem. Wir sind ja... Dancing Boys. Man. Dancing Boy. Gut, okay, alles klar. Der die Unterhose Zimmer. Der die Unterhose über seine Hose gezogen hat. So,
wie was immer macht, das ist immer in einem Zimmer. Perfekt. So. Wir sind die geborenen Killer 7 Spieler. Sehr gut, ne? Das wie was ich. So, liebe Freunde, das war der 21. Teil. Richtig, mit Killer 7. Mit Killer 7. Wir haben Hubert Nuttenkiller umgebracht. Wie sich das gehört. In einem genialen Shoot-Off, in dem ich Dominiks Hilfe gebraucht habe, aber er sie mir nicht zukommen lassen wollte. Er hat gesagt, ich weiß es, aber ich sag's dir nicht. Ich habe sie immer gesagt, wenn... Die Taube wegfließt. Das wusste ich selber, du Depp. Nein, ich habe dir vorher gesagt. Du kannst dir das gerne nochmal angucken. Ich habe immer vorher schon gesagt, jetzt fliegt sie. Das werden wir überprüfen. Ihr seid Zeuge. Ihr könnt nochmal zurückspulen zur Minute. Da seht ihr es genau. Und jetzt sind wir auf der Jagd nach Trevor Pearl Harbor, dem Comiczeichner, der die Handsome Man gezeichnet hat, einen Power Rangers Verschnitt. Ja. Und die sollen wir, und den sollen wir umbringen. In der Dominikanischen Republik. Und, herzlich willkommen zu Killer 7. Richtig. Und wir werden noch eine weitere große Aufgabe im nächsten Teil haben, denn wir müssen uns ja noch einen lustigen Namen für den Kollegen überlegen. Für Trevor Pearl Harbor? Für Trevor, eigentlich macht er das ja schon selbst. Das ist schon ein geiler Name. Trevor Pearl Harbor. Das sind schon coole Namen. Wie kann man den sonst noch nennen? Wir lassen uns was einfallen. Bis zum nächsten Teil, 22. Teil dann. Bis dahin sagen wir, liken, subscriben, kommentieren. Bleibt nicht zu nichts. Und trinkt mal weiter, damit ihr nicht zu nüchtern bleibt. Und deswegen sagen wir, wir haben es schon mehrmals gesagt, werden es auch jetzt wieder sagen, damit wir diesen kurzen und prägnanten Abmoderationstext endlich zu einem Ende führen können, das seiner würdig sich erweisen würde, wenn es nicht schon eigentlich ein Ende gegeben hätte, was dessen Leistung noch übertreffen könnte, wenn es nicht heißen würde, seien Sie beim nächsten Mal wieder mit dabei, hier bei Games und Gerstensaft Extrem mit Killer 7, dann im 22. Teil. Ich hoffe, ihr seid wieder alle mit dabei. Ich hoffe, ihr freut euch so sehr wie wir, dass es dann auch endlich wieder heißt, es geht wieder los. Denn jetzt findet es ein Ende, wie es schon eigentlich vor 5 Minuten hätte passieren sollen. Deswegen bleibt nicht so nüchtern. Bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal. Ihr habt ja noch ganz viele andere Videos, die ihr euch angucken könnt. Und ich bin mir sicher, das macht ihr auch. Bis dahin, bis zur nächsten Woche hier am Freitag wieder mit unserer extremen Rubrik mit Killer 7. Ich habe es, glaube ich, schon mal erwähnt. Wir sehen uns. Bis dahin. Blablabla. Da, jetzt habe ich mich am Ende noch verhaspelt. Aber bis dahin war das echt beeindruckend. Tschüss.